Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Kuriositätenkabinett. Und ihr habt es schon gesehen, GameTech, meine Lieblingsspielehersteller, unter anderem, also neben LJN und so, berühmt für ihre genialen TV-Show-Umsetzungen, kredenzen uns hier mal wieder einen richtig geilen Klopper. Ich habe das gerade schon mal kurz ausprobiert, also ganz kurz. Und ich habe schon das Highlight des Spiels entdeckt. Das sind nicht die Fragen oder das Spiel an sich, weil das Prinzip von Jeopardy ist so blöd wie einfach, sondern das absolute Highlight ist die Grafik in dem Spiel und die Gesichtsanimation. Achtet wirklich vor allem darauf, ne? Ich versuche das mit meinen geringen Fähigkeiten nachzuempfinden. Ich drücke mal Start, diese Musik ist dermaßen furchtbar. So, wie viele Spieler? Einer gegen Computer, jawohl. Schnell den Namen eingeben, diese Musik ist wirklich furchtbar. Die. Zack. So, jetzt können wir uns aussuchen, wenn ich die Typen schon wieder sehe, ey. Ob wir hier unseren netten Rentierpulli-Experten nehmen oder diese leicht nervöse Frau oder ihn hier oder ihn hier mit dem Silberblick. Der sieht auch richtig geil aus, oder? Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Mit einem Auge. Keine Ahnung. Oh, sie ist auch schön. Auch schön. Ich kann die Zähne gar nicht so. Naja. Das ist auch eine sehr schöne Auswahl. Wen nehmen wir denn? Ja, hier, Captain Silberblick. Den nehmen wir mal. Und wir kriegen. Und wir kriegen den Rentierexperten und die etwas nervöse Dame aufs Auge gedrückt. Geografie. Berühmte Zitate. Wissenschaft. Colleges? Da kenne ich mich ja super aus. Oh, die 30er Jahre, auch meine Zeit. Und was? Carolinas? Meine Güte. Scheiße, ich hätte jetzt gerade nochmal die Themengebiete wechseln können. So, wer Jeopardy nicht kennt, es geht darum. Ich suche mir einen Wert aus, das entspricht im Endeffekt der Schwierigkeit hier, ne? Die leichteste und die schwerste Frage zu berühmten Zitaten. Ich nehme einfach mal die einfachste. Ja, und es wird quasi die Antwort gestellt und ich muss dazu die passende Frage oder quasi den Fragebegriff erraten. So funktioniert Jeopardy, eigentlich ganz einfach erklärt. The answer is... Das ist, ich habe das schon wieder vergessen. So, Moment mal. It's the best medicine. Aber was ist nochmal die, Lachen ist die beste Medizin. Also, laughing, würde ich mal sagen. Ne? Das ist hier das besondere Problem. Das Spiel ist natürlich komplett auf Englisch, weil auf Deutsch gibt es das nicht. So, So. Ich würde mal sagen, das gebe ich jetzt mal ein. So, wir haben aber gerade noch Zeit, deswegen. Oh, das Spiel ist nämlich echt panisch. Ne? Also ich muss gucken, dass ich als schnellstes auf den Buzzer drücke, damit ich dann die Antwort eingeben kann. Und man muss immer sehr aufpassen, was die gegnerischen Spieler so machen. So, und während ihr gerade alle schön Fallout und was weiß ich spielt, mache ich ja auch, ne? Aber ich habe mir gerade mal eine kleine Pause gegönnt, um mir mal hier gerade wieder so eine komische Spielegurke durch die Ohren zu ziehen. denn ich habe gemerkt, ich müsste mal langsam wieder ein Video uploaden. Also deswegen gebe ich mir gerade hier richtig Mühe für euch. So, schauen wir mal, ob das richtig ist. Müsste doch eigentlich. Was? Boah, das Gesicht voll rosa. Ja, was ist denn die beste Medizin? Laughter. Sind wir wohl auch noch ein bisschen kleinlich hier, oder was? Ja, dann nehmen wir doch mal die... So, Papst Alexander sagte, es schlägt auf ewig in der menschlichen Brust. Es springt? Springs heißt doch Frühling, oder? Es blüht. Ja, nicht das Herz wahrscheinlich, ne? Sondern, also entweder der Glauben oder die Seele.
Na komm, ich nehme jetzt mal. Also in der menschlichen Brust oder die Liebe? Liebe oder Glauben? Ja komm, ich nehme mal die Liebe. So, und ich habe auch gerade gesehen, es gibt noch eine Version, die habe ich noch nicht ausgecheckt, und zwar Jeopardy Deluxe. Die wollte ich auch gleich noch ausprobieren. Nachdem wir uns hier mal so ein paar Gesichtsanimationen angeguckt haben, machen wir gleich mal einen Sprung in Jeopardy Deluxe und gucken dann, was da so läuft. What is love? Ah, das ist auch inkorrekt. So, Jenny, hau mal einen raus. Sie gibt ein Fragezeichen. Das ist natürlich ganz toll, wird falsch sein. Wir achten auf ihr Gesicht. It springs eternal in the human breast. Hope. Ja, war ich mit Faith gar nicht so weit weg. Komm, wir nehmen noch ein Zitat. Das macht ja so einen Spaß gerade. Hier, Stuffy British. When she saw herself imitated, we were not amused. Ist es jetzt einfach Elizabeth? Ich würde einfach mal Elizabeth sagen. We are not amused. Stuffy British Monarch. Das ist aber auch irgendwie, das hört sich nicht nett an, ne? Ich kann es gerade nicht 100% übersetzen, so gut ist mein Englisch nicht. We were not amused. So. Wenn ihr jetzt gleich sowas sagt wie Elsbeth die Zweite oder sowas, dann ist aber echt hier am Bach, ey. Queen Victoria. Okay. Ja, sieh mal einer an. So doof bin ich. Ja, komm, Geografie für 100. Keiner wollte ich so schwer. Der Typ, ey. Was? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Also, noch nicht ganz durchgelesen. Okay, The Strait of... Was hat die jetzt eingegeben? Boah, das hasse ich so an dem Ding hier, ne? Das habe ich gerade schon in den ersten 10 Minuten, die ich das mal einmal getestet habe, gemerkt. Dupont brought out stockings made of this... Die 30er Jahre Nylon. Ah, Stockings, Socken, natürlich. Oh, ich habe die ganze Zeit an so Hacken gedacht, aber das ist ja wieder was anderes. Das sind ja Heels. Oh, ja, erstmal muss man den Scheiß für sich übersetzen. Oldest in the West in this state. Ja, wo ist denn die Willamette-Universität? Wenn man das jetzt wüsste, ne? Verdammte Scheiße, ey. Oregon, ja. Warum wisst ihr das denn nicht? Ihr seid doch Amis, ey. So, es geht weiter mit Carolinas für 100. Der Autor ist mal in Charleston untergebracht worden, als Sergeant Major. The Gold Bug. Edgar Allan Poe. Was hat das jetzt mit Carolinas zu tun? Gott, ey. Ja komm, Colleges für 200, das ist auch so mein Thema. The answer is, dieser Typ, ne? This headgear as a symbol of Fisherman. Ach du Scheiße, jetzt habe ich auch noch gedrückt. Colleges, Scheiße. Ich habe totalen Blödsinn gemacht hier. Hilfe, wie kann ich das denn rückgängig machen? Oh Gott, ey. Ich sag einfach mal Head. Ja, ist klar. Ich habe die Frage falsch verstanden. This Headgear. Ach, Moment mal. Mussten die so ein... aha, toll. Fragezeichen. Auch super. Na komm, Jenny, hau mal einen raus. Beanie. Das ist nicht wahr, oder? Ist das jetzt richtig? Oh.
Genauso habe ich die Frage nämlich zuerst verstanden und dachte dann, das kann ja wohl nicht sein. Also in Deutschland hat die Sendung übrigens Frank Elsner moderiert, glaube ich, oder? Das ist schon so lange her. Ich habe die Frage nicht gelesen. Und das Tollste an der Sendung war eigentlich immer, dass während den Fragen immer so eine ganz merkwürdige Musik lief. So eine ruhige, die gerade am Anfang total hektisch übrigens kam. Dieses... Ne, die lief irgendwie da so ganz langsam und langweilig im Hintergrund. Das war immer das Tollste an der Sendung. Die ist in diesem Spiel überhaupt nicht drin, bis auf im Intro. Und da auch in einer ganz merkwürdigen Version. So, komm. Ja, genau, Geografie. Da kann ich jetzt mal richtig einen raushauen. The Duke. New Mexico. Ist das jetzt wahr? Also, ich muss ja zugeben, mein Englisch ist nicht gerade das Beste, aber manche Fragen davon verstehe ich echt überhaupt nicht. Indiana Town called home of the University of Notre Dame du Lac. Indiana Town called home. South Bend. Aha. Also wer das nicht weiß, der hat ja wirklich nicht den Schuss gehört, den letzten. Jetzt nimm doch einer mal Science. The answer is this woman's name. Ja, wo sind denn die Carolinas? The Carolinas bears this woman's name. Ja, genau. Mach ich auch gleich mal. Einfach mal drücken und dann drei Fragezeichen angeben. Caroline. Die größte Stadt in Charlotte. Okay, das habe ich sogar schon mal gehört, ne? Aber. Immer diese selbe Animation, ey. Die hätten sie doch noch. Achso, die Türken haben. Once had their own republic in this country. Oh, die Turkmanen. Sowjetunion? Echt? Ach du Scheiße. Meine Güte, mein Gehirn ist frittiert jetzt schon. Das war übrigens mein Handy, was da gerade gebrummt hat. Ich habe die Hälfte der Frage wieder nicht verstanden. Und ich werde auch mal eben gucken, was das ist. Weil es ist doch irgendwie... Ja, wie gesagt, ich habe diese Frage wirklich kaum verstanden. Ach, guck mal, das war jetzt gerade Science. 100. The Mrs. Putnam, who disappeared over the Pacific in... The Mrs. Putnam, who disappeared? Hä? Und wo ist jetzt die Frage? Meine Güte, ey. Ich würde mal sagen, wir überspringen jetzt mal. Ich glaube, wir haben jetzt von jedem Charakter schon mal eine Visage gesehen. Bis auf von meinem. Wo ist denn da die Frage? This Virginia Patriot. Ah, Jefferson. Da hätte man sogar noch drauf kommen können. Das habe ich schon mal irgendwie mitgekriegt. Ein berühmtes Zitat. Heute ist der vierte? The Plain of Sharon is the most... The Plain of Sharon. Aha, Sharon. Okay. Na gut. Das Problem ist, man liest das und will das alles ins Deutsche irgendwie übersetzen.
und hängt sich daran natürlich total auf. Ich mache mal eben einen Neustart von Jeopardy Deluxe Edition und dann sehen wir uns dann wieder, weil ich merke schon, ich habe hier null Schnitte und das wird wahrscheinlich bei Deluxe noch schlimmer. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Bis gleich, meine lieben Freunde. So, ihr seht schon, Jeopardy Deluxe Edition. Jetzt geht's aber los, ey. Also, bis jetzt sieht das komplett genauso aus, bis auf, dass da steht, press start to continue. Das war bei der ersten Version nicht. Okay, wie viele Player? Wieder diese geile Musik. Ja, einer. Gegen Computer, jawohl. So, wieder mal den Namen eingeben. Ah, scheiße, wie mache ich zurück? So. Ah, jetzt mit Sound sogar dabei. Clock. Weidi. Okay, sehr schön. Jetzt haben sie anscheinend echte Kandidaten aus dem Fernsehen kopiert. Ach du meine Güte, die hat keine Augen. Er sieht doch gar los. Okay, der ist sehr schnittig, ne? Hat so schon die Hand so im Sakko drin. Voll die Oma, ey, geil. Der sieht irgendwie aus wie aus so einem Fallout Comic irgendwie. Ja, die sieht ganz schön gruselig aus. Also ich finde ihn eigentlich am geilsten. Der hält sich irgendwie so an dem Pult fest, als ob er sich gerade in die Hose geschissen hätte. Und guckt auch ein bisschen so. Ja, den nehmen wir mal. Ja, und nu? Ach so. Wir buzzen uns mal in. Ach du meine Güte, hier gegen die absoluten Cracker spiele ich jetzt hier. Zwischen den Napoleon, der die Hand so hat, und den Fallout-Typen. Potpourri. Medizin. Women in History wahrscheinlich. US Cities. Geografie. Nehmen wir mal an. Hunde. Okay, auch nicht schlecht. Ja, ich bin hin und weg. Ich glaube, ich lasse das einfach mal. Diese geilen Themen. Und nehmen mal Potpourri für 300. Gar keine Animation. Nestle introduced diesen reisgefüllten Candy Bar in the US. Oh, ein reisgefüllter Candy Bar. Oh, wie heißt der Scheiß denn? Scheiße, ich komme nicht drauf. Oh, Kacke. Wie heißt das denn? Heißt das Sunrise oder sowas? Na komm, ich nehme das mal. Sunrise. Das wird auch richtig passen in die 30er Jahre, weil Sunrise heißt ja auch Sonnenaufgang. Nur mit dem Rise als so. Na komm, wir probieren das einfach mal. Fuck you. Das war schon mal verkehrt. Ich glaube, der hat jetzt gar keine Gesichtsreaktion von sich gegeben. Oder habe ich das jetzt nur aufgrund meiner eigenen Gesichtsreaktion verpasst? So, Mike, hau mal einen raus. Mike sagt, Nestle Crunch Bar. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Die Animation war ja gigantisch. One could be Toy, Springer or Cocker. Okay. Joe Springer, Joe Toy, Toto. Jimmy? Nee. Wie heißt der denn? Der. Was? Oh, ich habe die Antwort nicht gelesen. Jerry. Jerry Cocker? Kenn ich nicht. Aber ich glaube, da stand Jerry, ne? It's the largest of the Scandinavian countries. Schweden. Definitiv. Oder? Ah, definitiv Schweden, oder? Ist doch definitiv das Größte. Viel größer als Finnland und Dänemark. Und ich hader mit Norwegen, aber ich glaube, Schweden müsste richtig sein. Sweden. Yes! Auch eine unheimlich grandiose Gesichtsanimation. Er guckt ja ungefähr so. Wobei, das war schon zu viel. Ich nehme mal Hunde für 200.
Auch er macht nicht mehr so. The cattle dogs that followed his Empire's legions evolved into the Rottweiler. Okay, ja, aus welcher Rasse geht der Rottweiler hervor? Roman Empire? Die haben alle so grandiose Gesichtsanimationen. Bei ihm war jetzt nur so. Symptoms of this severe headache are sharp pain in your temple, blurry visions and nausea. Migräne. Das hatten wir doch irgendwie schon mal, oder? Das hatte ich, glaube ich, bevor ich aufgezeichnet habe. Das wird ganz merkwürdig geschrieben in Amerika. Migräne. Da fehlt ein R. Quietsch, quietsch. Das Gamepad gibt auch schon auf hier. Migraine. Ich glaube, es wird so geschrieben. Aber das war in dem Testlauf. Ich hole hier auf. Ich hole euch alle ein. Women in History für 200. Ja, dann mal raus damit. 3 Tage vor der Exekution als ein Spion hat sie Herrn Präsident Eisenhower angeschrieben. Kann gut sein, ja. Hätte ich aber nicht gewusst. Na dann nehmen wir jetzt mal auf the Erie, Suez or Panama Canal's the longest. What? Erie? Hä? Okay, es ging jetzt nur darum, von den drei den längsten zu... wer hat den längsten? US Cities, ja, schauen wir doch mal. This city opened a subway station at Hartsfield International Airport. Ja, wo ist denn der Hartsfield International Airport? Hartsfield vielleicht? Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben, aber... Ah, 3 Fragezeichen, das ist immer sehr gut. Es gibt bestimmt die richtige Antwort. Also, ich weiß es nicht. This city. Atlanta. Ja, okay. Muss man ja nun nicht wissen, ne? Als Deutscher landet man selten in Atlanta. The answer is the two great lakes that border New York. Mir fällt gerade noch niemals einer ein. Ey, das ist ja, solche Fragen, die kommen ja. Verdammt. Irie? Okay, jetzt verstehe ich das auch. Das mit der Frage vorhin. The answer is the two Canadian provinces that border New York. Oh, fuck. Oh, wie scheiße, die eine. Ontario, ja klar. Quebec, echt? Okay. Ja, Ontario hätte ich noch gedacht. Na gut. Da haben sie bestimmt bei How I Met Your Mother schon mal drüber geredet, ne? The one of them so eat, write and access. If you had them. Ah, scheiße! A stroke! Moment mal. If you had. You have one of these. Ja, ich sag einfach mal Stroke. Es gibt noch einen anderen Begriff dafür, der fällt mir aber gerade nicht ein. Na komm, Stroke. Scheiße, da meinen die den anderen Begriff.
Ja, die reden doch von einem Herzinfarkt, oder nicht? Ein Myokardialinfarkt. Heart Attack. Ey, sind die bescheuert, oder was? Das stimmt, Stroke ist einfach ein bisschen umgangssprachlicher, ne? Heart Attack. The answer is... keine Ahnung. Ich muss mal sagen, so eine unheimlich schlimme Gurke ist das gar nicht. Also für jemanden, der sagt, ich will Jeopardy zu Hause spielen auf meiner Konsole, ist das eigentlich eine vernünftige Umsetzung. Das ist halt nur jetzt gerade hier, wenn man das so als Deutscher spielt, echt schwierig, ne? Ich würde ja eigentlich ganz gerne noch das Endspiel sehen. Ich spiele das jetzt mal hier noch ein bisschen weiter und switche gleich für euch da in das Endspiel rein, wo es dann um alles geht. Wo ich garantiert auch grandios ablosen werde. Und wir gucken uns dann die Endrunde noch an. Also bis gleich. Bis dahin versuche ich hier noch zu überleben. Double Jeopardy! Was heißt das denn jetzt? Jetzt gibt es irgendwie richtig einen auf den Nuss oder was? Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Endlich mal wieder Musik hier im Spiel. Jetzt müssen wir nochmal ein ganzes Feld abräumen oder was? Oh mein Gott. Oh ne, Freunde. Ich habe jetzt hier echt nochmal, ihr seht es vielleicht, dass es ein bisschen dunkler um mich herum geworden ist. Oh Gott, nein. Ich habe jetzt hier echt lange gebraucht, um dieses ganze Scheißfeld abzuräumen. Und jetzt müssen wir das nochmal, das geht nicht, ne. Also ich danke euch für die Aufmerksamkeit bei diesem extrem aufregenden Kuriositätenkabinett. Ohne Musik und alles, das ist ja echt gigantisch. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Komm hier, $1000 für eine Frage, die ich garantiert nicht beantworten kann. Championship Competition for Mortalist Vehicle is held in each. Ja, yeah. Okay. Bike, ihr seht, mein Punktestand ist unheimlich riesig. Bike-Orama, sag ich jetzt mal. Ohne Motor, ne? Bike. Bike. Orama. Wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Bike-Orama. Upsala. Palusa. Sa. Bike-Orama Palusa ist leider incorrect. Und ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, meine Güte. Ja gut, grafisch hat mir das erste sogar besser gefallen, muss ich sagen, mit diesen etwas eindeutigeren Gesichtsbewegungen. Und von den Fragen her tun sich beide nichts. Ich verstehe oft nur Bahnhof und das ist natürlich... Vielleicht ist das für Amis total einfach, was da gefragt wird, aber ich gehe mal davon aus, dass in den 80ern der Bildungsstandard noch ein bisschen höher war in Amerika als heutzutage. Von daher sitzen die wahrscheinlich genauso ahnungslos davor wie ich. Also, vielen Dank für das Kuriositätenkabinett. Wie gesagt, kein besonders schlimmes Spiel irgendwie. Also da gibt es wesentlich schlimmere Umsetzungen. Aber, naja, wer des Englischen nicht perfekt mächtig ist, der loost hier einfach nur grandios ab, so wie ich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß bei dieser Gesichtskirmes, die uns hier geboten wurde. Und ich sag bis zum nächsten Mal beim Kuriositätenkabinett, meine lieben Freunde. Also, macht's gut und viel Spaß noch da draußen im Ödland und so, ne? Also, macht's gut.